Was geht ab, meine lieben Freunde? Don Ernesto, alias der aus dem Wilden Westen, meldet sich zum ersten Red Dead Redemption 2 Let's Play auf diesem Kanal. Wir haben unsere Lederjacke ausgepackt, den legendären Cowboy-Hut. Und ja, Freunde, heute wird Geschichte geschrieben. Und zwar geht es endlich weiter mit Red Dead Redemption. Ein Teil, was wir alle damals wahrscheinlich gezockt haben von euch da draußen. Also ich habe es damals so gesuchtet. Das war so ein geiles Game. Ich habe natürlich auch schon vieles vergessen. Und ich lasse mich jetzt einfach hier überraschen, Leute. Und alle, die gerade neu auf diesem Kanal eingeschaltet haben, lasst unbedingt ein Abo da. Und schaut euch jeden Tag die Folgen rein. Denn ich werde jeden Tag dieses Spiel jetzt Let's Playen, Leute. WWE wird auch bald kommen. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht so lange. Wir starten direkt rein. Ich hoffe, ihr seid bereit für Action im Wilden Westen. Ich bin es auf jeden Fall. Wir sind passend dafür gekleidet. Lasst schon mal jetzt einen fetten Daumen nach oben da. Das ist Geschichte. Es ist Rockstar, die auch GTA rausbringen. Und das wird einfach ein Meisterwerk werden, Leute. Und ihr müsst mich auf dieser Reise begleiten, denn es wird einfach krass werden. Und wir starten jetzt rein mit Red Dead Redemption 2. Let's go! Im Jahr 1899 neigte sich das Zeitalter der Gesetzlosen und Revolverhelden seinem Ende zu. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Rockstar Games präsentiert Red Dead Redemption 2. Und das war das Intro, Leute. Und jetzt geht es los mit dem großen Meisterwerk. Ich werde meine Facecam ab und zu ausschalten, damit ihr das reinste Kinoerlebnis für euch habt. Und jetzt fällt mit mir in eine Story hinein. We'll have to stop someplace. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? Oh. I found a place where we can get some shelter. Let Davey rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Oh, Leute, Alter. Seid ihr auch direkt so im Feeling dabei wie ich? Es wird krass werden, Leute. Das verspreche ich euch. Kapitel 1. Colter. Wer kennt noch den goldenen Colt? Damals aus James Bond. Der goldene Colt. Und einfach das Gameplay sieht, ohne mich zu sehen. Das gibt euch, glaube ich, ein gewisses Maß an Feeling. Und deshalb, Leute, ich bin richtig in meinem Element gerade drin. Ich hoffe, ihr hört's. Scheiße, ich halte meine Fresse jetzt. Miss Gaskell, get that fire lit, quick! Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out. See if we can find one of them. In this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davey, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one.
And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. Das geht ab, Leute. Und da bin ich wieder. Ich benutze den linken Stick, um Dutch zu folgen. Krank, Alter. Guckt euch das mal an. Jetzt ist das erste Mal in-game. Wir können es jetzt steuern. Leute, geiler Start definitiv. Ihr habt gesehen, was hier abgeht. Verdammte Scheiße. Und ich hoffe, ihr seid bereit für diese geile Let's Play-Reihe. Und jetzt geht es los. Also, ich muss sagen, ich kann mich ehrlich gesagt kaum an Sachen erinnern. Ich weiß ja nicht, ob alles Zusammenhänge hat. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren ein bisschen helfen. Oder ich lese mir da ein paar Sachen durch. Boah, Digga, das sieht echt krass aus mit dem Schneesturm hier, ne? Wirklich, ein bombastisches Bild sehen wir hier gerade. Heilige Maria. Das ist geil. Das sieht geil aus, Mann. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen. Ich bin richtig aufgeregt, Mann. Ey, ich bin eigentlich fast nie von Let's Plays aufgeregt, aber vor diesem Spiel schon. Das ist jetzt so ein Game, was so viel Arbeit benötigt hat, ne? Und das muss einfach ein Meisterwerk werden, weil Rockstar, ihr kennt Rockstar, die haben GTA rausgebracht. Die haben Red Dead Redemption 1 damals rausgebracht. Ihr seht ja auch, dass es ungefähr im Style von GTA gehalten ist. Auch unten links die Karte, wo man diesen Punkt hat. Nutze R1, um dein Pferd zu verlangsamen, okay? Ah, okay, okay. So, R1 machen wir es langsamer. So. Also, ich habe die Story jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen können. Auf jeden Fall ist der eine da gestorben, dieser Davy hieß er, glaube ich. Hey, move up. I can't believe we lost Davy too. He's the last one, Arthur. No more! We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Ja, L2 Dutch. Ah, okay, krass. Was ist mit dem Geld? War es eine Falle? War es eine Falle? So, do you think it was a trap in Blackwater? That many men? Oh, they knew we were coming. There was money on that boat, all right. Lots of it. Hey, I think I see something up the path. Was? Was sieht er denn da? Ich sehe da nichts. Auf jeden Fall, Leute, wir müssen direkt von Anfang an aufpassen, was die Story angeht. Also immer schön zuhören, liest euch das unten mit, das ist ganz wichtig, denn wir wollen alles verstehen. Und das ist ganz wichtig, Leute. Deshalb, ich versuche nicht so oft zu reden, wenn Dialoge gehalten werden. Gentlemen, found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. Ja. Leute, ich versuche auch nicht zu viel, wie gesagt. Guck mal, die reden ja fast die ganze Zeit. Wir müssen das unten mitlesen. Das ist ganz wichtig. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. The
Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. I'm moving up. Go on. Boah, Junge, guckt euch mal diesen Schneesturm an. Habt ihr sowas schon mal erlebt, Leute? Guck mal, Mika, jetzt können wir fragen, bist du dir sicher? Bist du noch jemandem begegnet? Ja, das würde mich am ehesten interessieren, ob er noch... You run into anybody else? I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much, shelter. So, this house, you speak to the people there already? No, like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Just following orders, you know me. Right. So, jetzt können wir noch fragen, weiter. How much further? Not far. What does that mean? Not far. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Irgendwas wird gleich noch passieren, Leute. Safe. Wie findet ihr das, dass ich einfach mal schön die Facecam ausmachen kann? Seht ihr das, Leute? Und wieder anmachen kann? Das ist viel praktischer dann. Ich versuche das alles natürlich immer nach und nach zu verbessern. Aber guckt euch mal auch an, wenn wir hier gehen, wie der Schnee. Guckt, achtet mal nur auf den Schnee. Wie das Pferd da reingeht, wie perfekt das aussieht. Seht ihr das? Wirklich, das sieht einfach Weltklasse aus, der Boden. Wie der Schnee da. Alter, das ist wirklich eine Arbeit. Die Gesundheit wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Ah, okay, da könnt ihr es sehen. Vielleicht ist es gerade schon ein Indiz darauf, dass es gleich vielleicht eine kleine Schießerei geben wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Die äußere Anzeige zeigt eine verbleibende Gesundheit. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt bin ich mal gespannt. Näher Richtung Anbindepost. Man sieht so wirklich, das ist dieser GTA-Style, ne? Diese Karte unten links, dieses in Gelb geschrieben mit der Schrift und so, das merkt man sofort. So, um das Pferd anzubinden. Ich höre auf jeden Fall schon hier eine genüssliche Musik. Boah, Digga, guckt euch mal an, wie tief der Schnee ist, wie hoch der ist. Kranke Scheiße, guckt euch das mal an. Da läuft gerade eine dicke, fette Party. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Boah, ich hab so ein Feeling. In that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Begib dich zum Schuppen und drücke R1, um in die Deckung zu gehen. Okay. So. Also der will erstmal alleine vorgehen. Aber es hört sich doch alles recht. Ja, beruhig dich doch. Ich bin noch da. Hallo. Oh, sorry. Ach, soll ich da hinten hingehen oder was? Ich habe eher gedacht, dass ich eigentlich hier hingehen soll. Na? Aber die wollen ja, dass wir da hinten hingehen. Zu dem Schuppen. Deshalb bewegen wir uns mal dahin. Ist doch gut, Mensch, du. Aber es ist ja auch gelb angezeigt, ich verstehe. Ja, bin ich doch, Bro. So. Und jetzt geh vor, mein Lieber. Ich hab... Hallo? Ah, okay. Excuse me. Wir hätten auch rein theoretisch da hinten hingehen können, ne? Hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. Irgendwas wird dir gleich passieren. Oh mein Gott, guck mal da. Arthur, we got a problem. Folks, there's a corpse right here. Arthur, oh mein Gott. There's a body. Da ist eine Leiche hier. Ach du Scheiße, okay, jetzt geht's los. I think you should go now, buddy. Okay. Ein. Let's go. Da ist noch einer. Oh fuck, Alter. Erstmal klarkommen mit der Steuerung, Leute. Boah, Digga. Willkommen im Westen. Heilige Scheiße. Da oben. Oh Junge, richtig GTA-Style ist das, Mann. Bam, bam. Hört mal die Musik, verdammte Scheiße. Hört ihr das? Kranke Scheiße, Leute. Hier geht's direkt ab. Bam.
Fall um, du Hund! Zack, den haben wir! Um den Gesetzlosen nachzulaufen, komm! Okay, wieder wie auf GTA, einfach X tippen, um hinterher zu rennen. Der ist auf jeden Fall hier lang gerannt. Den holen wir uns, den holen wir uns, den holen wir uns. Schneller, schneller, da hinten rennt er. Hat 1, 2 und... Zack, den haben wir. Digga, das war mal ein Schuss aus so vielen Metern. Ihr könnt leider nicht sehen, wie viel Munition wir haben. Vielleicht verschieben wir die Facecam das nächste Mal ein bisschen weiter runter. Aber ich habe jetzt noch 5 Schüsse, insgesamt 25. Im Magazin, voll gedutscht. Ist hier jemand drin? Guckt euch mal die Grafik an. Gesalzenes, was stand da? Gesalzenes Fleisch, boah. Gesalzenes Rindfleisch, korrekt. Food, Medizin und Whisky. Dosengemüse, Bruder, ich nehme alles mit, ne? Also, wenn ihr mich da kennt, ich nehme alles mit, ich lasse nichts stehen. Wirklich. So, was gibt's denn da? Schrank schließen? Nehmen. Was für Schrank schließen? Wir nehmen alles, was wir kriegen können, Leute. Alles. So, mehr ist da nicht drin. Aber wir können auch mit dem rechten, mit dem linken Pfeil unsere Tasche öffnen. Das machen wir mal. So, jetzt können wir hier sehen, was wir alles an Vorräten haben. Okay, an oben rechts ist da eine Dollaranzeige. Wir haben 0 Dollar, wir können das auch essen. Füllt den Kern deiner Gesundheit etwas und den Kern deiner Ausdauer ein wenig auf. Okay, Dosenpfirsiche, auch dasselbe. Tricks 1 von 3 mit dir. Gesalzenes Rindfleisch, füllt den Kern deiner Gesundheit ein wenig und deines Dead Eye etwas auf. Also, ich hoffe, ihr habt das verstanden mit der inneren und äußeren Gesundheit. Da seht ihr zum Beispiel das Herz und da draußen rum diese Außengesundheit. Und wir können... Wir können auf jeden Fall das essen. Ja, wir sollen da, glaube ich, was essen. Wir sollen damit... Ihr seht ja auch, was macht. Dosenmais macht das. Dosenpfirsich macht das. Dieser Blitz und dieses Herz. Und das macht das hier. Sagen wir, nehmen einfach mal 2 von... Wenn wir eh 2 von denen hier. Deshalb essen wir einfach mal hier. Lecker Dosenmais. Gegenstände haben verschiedene Wirkungen. Der Verzehr von Nahrungsmittel füllt den Kern deiner Gesundheit etwas auf. Essen von besserer Qualität füllt deinen Kern mehr auf. Das ist heftig. Also je nachdem, was wir essen, füllt sich dementsprechend unsere Gesundheit auf. Das ist auf jeden Fall cool. Ich bin gespannt. Wir müssen uns natürlich erstmal nach und nach ein bisschen an das Spiel reinfuchsen, keine Frage. Deshalb, man kann ja nicht von Anfang an direkt alles perfekt beherrschen. Und ja, Freunde, lasst schon mal jetzt einen fetten, fetten Daumen nach oben da. Wer neu ist auf diesem Kanal, kann gerne abonnieren. Es wird ja täglich weitergehen. Ich finde ehrlich gesagt, auf Englisch ist das Feeling einfach viel krasser da. Oder was sagt ihr, Leute? Dieses Feeling, diese... Das ist einfach krass. Perspektive wechseln. Ah, okay, wir können jetzt wieder... Verstehe. Vergrößern, umdrehen. Warte mal. Lesen mit Viereck. Jakes und Sadies Hochzeit. Okay. Jake und Sadie Soster. Begib dich dann draußen zu Dutch, nachdem du nach Vorräten gesucht hast. Ja, wir gucken auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo was. Müssen uns auf jeden Fall erstmal auch an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Ne, weil ich habe lange diese Games nicht mehr gezockt. So GTA 5 und so habe ich lange nicht mehr gezockt. Ab und zu mal online, aber ist schon lange her. Truhe schließen, nehmen. Münzbeutel, natürlich nehmen wir das hier. Was für eine Frage. Oh, wir haben 1 Dollar und 7 Cent aufgehoben. Ich hoffe, ihr konntet es gerade sehen. Also oben rechts, unser Geldstand ist gerade 1 Dollar und 7 Cent, sage ich mal. Bestellt... Goldkette mit Anhänger. Oder ich hoffe, das ist die von Versace. Junge, Junge. Ah, man kann auch sogar nach oben gehen. Ja, ja. Also wenn das ganze Haus erstmal in Ruhe plündern, definitiv. Vor allem, das ist ganz wichtig für uns, dass wir hier nichts stehen lassen, Leute. Denn es geht ums reinste Überleben hier. Und da kann manchmal so ein kleiner Dosenmais, eine kleine Packung von diesem scheiß Dosenmais, kann uns schon das Leben retten, sage ich mal. Und deshalb müssen wir auf alles gefasst sein. Boah, guckt euch mal das Haus an, richtig in diesem alten Style, ne? Also ich bin echt gespannt, was uns erwartet, Leute. Ihr wisst ja, das ist ja das Intro. Im Intro ist es etwas ruhiger meistens bei solchen Games. Aber dann wird es nach und nach spannender. Also wer jetzt gerade reinschaut und denkt sich, das ist irgendwie doch nicht so geil. Leute, ihr müsst das schauen bei mir. Und ihr werdet sehen, nach mehreren Folgen, es wird immer mehr und mehr abgehen. Genau so sind diese Spiele aufgebaut. Boah, ich dachte, das wäre erstmal dicke Jägermeister. Aber Arznei ist schon mal gut. Angebrochene Arznei. Ist egal, ob sie angebrochen ist. Solange noch was drin ist, alles super. Wir können hier aber leider auch nicht diesen Scannerblick machen. Wisst ihr, was ich meine? Diesen... Oh, was haben wir denn hier? Blut? Wo steht denn da? Bruder, chill doch mal. Also wir sind der AFA. Antworten, wir antworten dem mal. So, den Schrank hat man schon geöffnet. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen, Leute, oder?
Lass mich jetzt nicht lügen, aber wir waren da hinten, wir waren hier. Also wir sollten eigentlich alles haben. Wir waren oben da drin. Vielleicht haben wir irgendwas. Meinst du, man konnte da rübergehen? Ich glaube eher nicht. Ne, wir hätten da nicht rüber balancieren können. Ne, ne, ne. Also wir haben, denke ich, alles gesammelt, Leute. Wenn wir mal, wie gesagt, was vergessen sollten, dann ist das auf jeden Fall auch nicht schlimm. Nur, wirklich, ich versuche mir der Mühe zu geben, alles zu durchforsten. Oh, scheiße, sorry, Bruder. Ich habe aus den R2 gedrückt. Bruder, das Pferd ist aber aus Stahl. Schaut euch weiter um. In der Scheune, was findest? Okay, ich schau uns mal ein bisschen um, untersuche die Scheune. Ah, da hinten ist eine Scheune. Die gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Drücke, um dir dein aktuelles Ziel erneut anzusehen. Ah, okay. Warte mal. Ah, okay, okay, ich verstehe. Also einmal nach unten, da kann man sehen, was man machen muss. Aber man kann auch gedrückt halten. Da steht der Kompass erweitert normal aus. Was heißt denn erweitert? Ah, das ist die Karte. Ich verstehe. Normal ist so, erweitert ist so, ist halt größer. Ich würde sagen, größer ist besser, oder? Mit mehr Überblick. Oder stört euch das? Ich finde, das stört nicht. Ich finde, das stört absolut nicht, wenn wir das halt ein bisschen größer machen. Oh mein Gott. Nicht, dass hier noch jemand drin ist, ne? Ah! Ach du Scheiße! Oh, oh, oh. Kreis. Uff, Stuf. Kreis. Stuf. Stuf. Boom. Boah, kriegt er. Oh. Stuf. Boah. Pam. Junge, kriegt der richtige Bomben von uns. Doch. Oh mein Gott. Um zu packen, wir fragen ihn mal. Komm. Boah. Jetzt befragen wir ihn mal. Dann kriegt er erstmal noch ein paar Bomben. Wir müssen ein paar Fragen aus dem rauskriegen. Verhöre den. Schlagen. Ja, komm, er kriegt doch mal Bomben. Zugüberfall. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Krieg noch mal ein paar Bomben von mir, Alter. Ich schwör's dir, schau da so ein. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. I don't know anything else. Oh mein Gott, wir können den. Guck mal, was wir machen können. Please spare me. Nein. Er wollte uns auch umbringen. You won't see me again, Porter. Also, ich sage niemandem was. Das sind diese typischen Sachen. Ich schlag mal ein bisschen. Vielleicht sagt er noch irgendwas. Okay. Okay, er hat nichts mehr gesagt. Ich hätte ihn auch erwürgen können. Aber so haben wir ihn einfach totgeschlagen. Junge, Junge, Junge. Also, ich würde sagen, mit Verschonen ist das hier manchmal echt ein bisschen schwer. Weil man weiß nie. Stell dir vor, er weiß, wo seine Kompagnons sind. Er geht dahin, sagt, wir wurden angegriffen, wurden überfallen. Und dann haben wir den Salat. So, deshalb ist echt schwer. Also ich würde auf jeden Fall da, so wie er es gemacht hat, den einfach umbringen. So, in dieser Zeit vor allem, Leute. Es ist ja, ihr müsst euch mal versetzen in die Zeit zurück. Hebe deinen Hut auf. Wo ist denn unser Hut? Ah, da liegt er. So, und das Pferd soll man natürlich mitnehmen. Beruhig dich. Komm runter. Oh Gott. Pferd, ey, beruhig dich. Nee. So, und jetzt Dreieck. So. Drücke Dreieck, um das Pferd zu führen. So, mein Lieber. Baue weiter Verbundenheit mit deinem Pferd auf, um sein Vertrauen zu steigern und Werte zu verbessern. Ach krass, man kann sein Pferd auch noch so, sag ich mal, trainieren und dann dem das Vertrauen anbauen. Oder vielleicht, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dass er immer, wenn wir pfeifen, dass er kommt und sowas. Das wird bestimmt ein Blockbuster werden, dieses Game. Pferd anbinden. So. Das machen wir jetzt mal hier. Zack. Und binden wir es mal hier an. So. Gehe dem Arthur in der Hütte nach. Was ist da denn los? Was geht da ab? Vergewaltigung? I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, miss. Are you... Oh, you fool! Michael, look at her. Miss. Now,
It is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And can't stay here. You come with us. Arthur! Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. Das ist auf jeden Fall echt korrekt von denen, hätte ich jetzt nicht gedacht. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Ich bin der Adler, hallo. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Oh. Leute, ey. Ich hoffe, die GEMA kommt nicht. Lasst mich in Ruhe, GEMA, bitte. Sperrt nicht das Video. Leute, ich muss immer reden, wenn scheiß Musik kommt. Das ist... Beruhig dich, hallo. Das sind wir. Hey, everybody, Dutch is back. Dutch is back. Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is... More about, apparently, scouting a train. Thank you. Die wollten einen Zug sprengen. Right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Und das war das Intro von Red Dead Redemption. Ja, Freunde, Alter. Das Feeling ist auf jeden Fall da. Das muss man einfach so sagen. Und ich hoffe, ihr fühlt es genauso wie ich. Denn das sind diese Spiele, die den Kanal auf jeden Fall prägen können. Tritt auf, verfolgt von Erinnerung. Ich habe ihn in Dave's. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he looked for me. Thank you. In diesem Schneesturm, da kann viel passieren. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Vielleicht wurde er entführt. Vielleicht ist er irgendwo verschollen, hat sich verirrt durch den ganzen Schneesturm. Das erinnert auch ein bisschen an den Film The Revenant mit Leonardo DiCaprio. Wisst ihr noch, und Tom Hardy? Das war so ein geiler Film. The Revenant, kann ich euch nur ans Herz legen. Richtig geiler Film.
Das erinnert auf jeden Fall auch ein bisschen so an den Style des Spiels und sowas. Mit Schneesturm, mit so Cowboyhüten und. Ja, Mann. Genießt einfach mal die Landschaft, ohne mich zu sehen. Denn ich glaube, es ist immer gut, wenn ihr mich nicht seht. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently. And that way. Sure, well, come on there. Woher weiß er das denn? Und da bin ich wieder, meine lieben Freunde. Folge Javier. Wir führen ein paar Spuren zum River. Folge Javier, untersuchen Lager. Wir können es aber trotzdem untersuchen. Vielleicht ist da irgendwas hier. Oh, sorry. Sorry. Ich mache immer ab und zu. Ja, okay, komm, wenn er das so sagt, dann frauen wir ihn mal. Dann gehen wir mal lang. Folge Javier. Also wir haben jetzt 78 Schlüssel. Ah, okay, die... Krass, die Gesundheit des Pferdes wird unten angezeigt. Lies das mal oben links. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Krass, wir können sogar Ausdauer des Pferdes alles sehen. Watch out for this crevice. Oha. Vorsicht, ey. Drücke, um die Entfernung von Perspektive der Kamera zu ändern. Ah, oh mein Gott. Wir können sogar Ego-Perspektive spielen. Was ist das denn? Alter, wie krank sieht das denn aus? Ey Leute, wie soll ich das Spiel spielen? So lieber? Oder oldschool? So, Dreier-Perspektive von hinten. Ich weiß nicht, was so Ego... Alter, schon geil irgendwie, ne? Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Halte gedrückt, um die Kinokamera einzuschalten. Ach du Scheiße, wir können jetzt sogar auch reiten mit dieser Kinokamera. Ach, krass. Wir können einfach hier X gedrückt halten, dass er quasi der Stadt, der Straße jetzt folgt. Und einfach die Kameraperspektive so lassen, als ob es gerade jetzt ein Film wäre. Luke hat drei, um die Kameraperspektive zu ändern. Krank, Alter. Das ist ja echt wie so ein Film, ne? Ja, das muss echt richtig lange gedauert haben, dass man das alles so umsetzt, wie es gerade hier ist. So, wir schalten das mal wieder aus. Boah, Ego-Perspektive sieht schon geil aus irgendwie, ne? Aber das ist nicht so dieses typische GTA-Feeling, oder? Oh, shit. Digga, so sieht man erst recht nochmal, wie geil die Grafik ist. Vor allem der Schnee am Boden und sowas. Aber eigentlich muss man dieses Spiel so spielen, in dieser Perspektive. Das ist so dieses typische Red Dead-Feeling, GTA-Feeling. Ja, seht ihr das? Guck mal, das Herz des Pferdes da. Boah, das ist echt anstrengend bestimmt für die Pferde. Guck mal, da seht ihr das, wie das leuchtet da unten links. Komm, das schafft ihr. Die armen Pferde, ne? Das tut mir eigentlich richtig leid, dass die den ganzen Dreck hier machen müssen. Aber Pferde sind das ja gewöhnt, man sagt nicht umsonst. Manche Fußballspieler haben eine Pferdelunge. Ach du Scheiße. Helfe? Wo? Bist gehört? Das arme Pferd. Ach du Scheiße, wo ist er denn hin? Komm mal, schaffst du, Pferd? Junge, das Pferd ist richtig am Arsch. Hier drüben. Es hört sich ein bisschen näher jetzt schon an. Okay, mal runter vom Pferd. Mal gucken, wenn wir jetzt so Ego-Perspektive spielen. Mal gucken. Alter. Aber ist nicht so das Feeling, oder? Was sagt ihr? Näher dich dem Sattel an auf deinem... Was? Nähere dich mit dem Sattel auf deinem Pferd. So, okay, warte. Das machen wir mal. Klack. Waffen auf Pferd. Tennessee Walker. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Dann können wir da alles sehen, was wir haben. Also drücke L2-R2, um die abgesägte Flinte zu wählen. Das heißt, wir können jetzt... Ah, so wechseln wir die Waffen. Dann können wir sehen, was für einen Schaden das macht und.
Lass L1 los, um die Waffe in Hand zu nehmen. Das finde ich geil, Mann, dass die jetzt wirklich, dass wir nicht, wie bei GTA, wir drücken L1 und haben, oder geht das auch? Nee, guck, jetzt können wir die Waffe nicht wechseln, weil bei GTA war es so, man hat doch immer Raketenwerfer aus dem Rucksack geholt, wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt muss man schon zu seinem Pferd gehen und da in seinem Inventar gucken. Also das ist eigentlich schon geil gemacht. Aber das ist ja auch realistisch, weil das Pferd kann ja hier Sachen reinpacken. Aber wir können jetzt zum Beispiel nur, eine Revolver wird natürlich auch schon noch gehen oder eine Pumpgun oder sonstiges. Eine Schrotflinte, klar, das wird alles noch gehen. Aber jetzt so schwerere Waffen oder Raketenwerfer und so, das bei GTA fand ich immer schon sehr krass. Sicher? Fragen wir. Ziemlich sicher. Jetzt sag jetzt. Okay. It's slippery, be careful. Oh shit, ich hoffe, dass die Pferde gleich noch da sind, ne? You're telling me. Ja, wo steckt der denn, ey? Vielleicht ist das auch eine Falle. Deine Ausdauer wird links unten angezeigt. Die äußere Anzeige nimmt ab, wenn du läufst, springst oder kletterst. Der Stand des inneren Kernes beeinflusst die Geschwindigkeit deiner Ausdauergeneration. Ah, okay, okay. I understand. Watch out here. Watch out, watch out here. Watch out. Ah, L3, um dich zu ducken. Ich finde, die Spiele muss man schon aus der Perspektive spielen, oder? So Ego, man hat auch GTA 5 nicht in Ego gespielt. Das ging ja auch in Ego. Und ich finde, das fühlt sich nicht so geil an. Ausdauerkern ist leer. Come on. Wir können ja auch was essen, ne? Oder geht das nicht? Haben wir das nicht bei uns im Inventar dabei? Ah, okay, siehst du? Halte um... Ja, okay, guck mal. Füllen die Kern und Gesundheit von Ausdauer etwas auf. Füllen die Kern Ausdauer ein wenig auf. Füllen den Kern in der Gesundheit ein wenig auf. Ich würde sagen, wir können eigentlich wieder... Füllen die Kern und Ausdauer etwas auf. Ja, eigentlich könnten wir entweder... Wir nehmen das hier. Oder das hier. Wir nehmen einfach mal davon, wenn wir hier von zwei Stück haben. Machen wir das hier. Komm, essen wir mal. So, zack. Jetzt hat sich das ein bisschen aufgeladen. Dein Ausdauerkern ist nicht mehr leer. Iss und trinke weiter, um deine Kerne oben zu halten. Das ist heftig, dass wir uns immer ernähren müssen, so als ob wir wirklich was essen müssen. Bruder, wie bist du jetzt da hochgekommen? Will er mich verarschen? Du bist. Wo ist er? Ist er jetzt hier oben oder wo ist er? Oh, so. Okay, sorry. Warte mal. So. Wie ist er denn jetzt da drüber gekommen, Leute? Kann mir das mal jemand sagen? Wo ist er denn überhaupt, Bruder? Ist er jetzt verschwunden, der Typ? Das ist Chuck Norris. Ah, mit Viereck geht das. Okay, das haben die ja gar nicht gezeigt. Einfach Viereck, wie bei GTA, dann springt er nach oben. Aber krass, komm, wir dürfen nicht so viel sprinten, Leute. Weil dadurch, guck mal, achte mal auf unsere Ausdauer. Die geht dadurch runter. Und dieser Kern, der sinkt auch. Deshalb, vielleicht haben die auch ein bisschen Raucherlunge. Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir öfter essen und sowas. Damit sich unsere Gesundheit und alles, unsere Ausdauer regeneriert. Rufen, John. John! John, can you hear me? John, where are you? Der hat doch gerade noch was gesagt. Auf einmal sagt er jetzt nichts mehr. Guck mal, seht ihr das, diesen Kern? Ich bin hier. Irgendwas passiert gleich. Safe. Wo ist er denn? Ich sehe ihn noch nicht. Seht ihr ihn? Warte mal, wo unten? Wo unten? Ach du Scheiße. That's quite a scratch you got there. Ach du Kacke. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Ach du Scheiße, Alter. Der arme Mann. Well, hört man die Musik? Can't go back the way we came. Let's try this way. You a sorry sight. Krass, jetzt haben wir diese Kinoperspektive, ne? Wir können wieder die Facecam anmachen, Leute. See? Krank. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Alter, das sieht so heftig aus, ne? Guck, als ob wir gerade einen Kinofilm gucken. Oh! Look up there. Oh mein Gott. Die Wölfe kommen.
Ach du heilige Scheiße. Ich lenk sie ab, du holst die Pferde los. Ich lock sie von dir weg. Halte die Wölfe von Javier. Gut, John, okay. Mit dem Revolver, ja, ne? Oder ne, mit der. Halte L2 drück. Ah, rufen. Hi. Sollen wir die auch umbringen oder nicht, Mann? Oh, komm, die kommen. Oh mein Gott. Chill, Tomalo. Chill, beruhigt euch. Wow. Uff, scheiße. Alter, hallo. Oh mein Gott, Alter. Puh, schieß doch nach. Er schießt nicht. Wow. Ach du Scheiße. Ey, das finde ich aber scheiße. Die armen Tiere, Mann. Heilige Scheiße. Können wir auch von denen jetzt das Fell mitnehmen oder sowas? Ne, das geht nicht, ne? Junge, 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 Junge. Ich habe gedacht, die zerfleischen uns jeden Moment, ne? Nee, der unsere Ausdauer da. Okay, let's get going, before any more of these bastards show up. Ja, Mann, schnell zurück. Höher, höher, höher. Schneller, schneller. Ja, dieser Sturm ist doch einfach krass, ne? You'll be fine. It's just like a dog bite. Ist wie ein Hundebiss. Knew a fella? Got bit by a dog. Died. An hour later. You ain't gonna die. Not yet. Soll ich mal keine Sorgen machen? Was ist los mit dem? Wir schaffen das schon. Aber Digga, diese Kälte, ne? Das muss echt anstrengend sein. Oh mein Gott, erledige die Wölfe. Oh shit. Oh mein Gott. Digga, ich muss gleichzeitig reiten und schießen, Mann. Digga, ich fall gleich safe irgendwo runter. Hallo! Man muss, glaube ich, warten, bis man den richtigen Blickwinkel hat. Und jetzt zielen, jetzt. Und dann, ah, okay, ich verstehe. So, zack und jetzt. Ah, okay. Seht ihr, jetzt habe ich das schon direkt viel, viel besser drauf. Auf einmal kommt jetzt eine ganze Bande. Ja, um die ausgerüstete Waffe zu verstecken. Warte mal. Drücke L1, um ausgerüstete Waffe zu verstecken. So. Ah, okay. Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. Ja, das stimmt schon, ne? Ja, Leute, ich weiß ja nicht, ob ich euch immer die ganzen... Also, ich weiß ja nicht, wie es im Spiel sein wird. Sollten eine Strecke. Wollt ihr immer sehen, wie ich euch zum Beispiel diese Reitwege hier zeige und sowas? Weil die werden ja auch Story-Dialoge geführt. Ja? Wir müssen einfach mal gucken, wie es bald sein wird. Ne? Vielleicht müssen wir ja bald mal zum Beispiel von der Map unten links nach oben rechts reiten. Dann kann man sowas vielleicht mal überspringen, wenn da keine Dialoge geführt werden. Aber jetzt am Anfang zeige ich euch auf jeden Fall definitiv alles. Schreibt mir, wie gesagt, Tipps, Tricks, Verbesserungsvorschläge, was ihr euch wünscht, in die Kommentare rein. Ich achte immer sehr auf die Kommentare. Aber lasst schon mal jetzt auch, wie gesagt, einen fetten Daumen nach oben da. Ich werde die Folge auch nicht mehr allzu lang halten. Es ist zwar die erste Folge, aber wir brauchen ja nicht aus der ersten Folge ein 1-Stunden-Special zu machen, ne? Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ach du Scheiße. Idiotas, hijo de putas! Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. Gerne. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Verehrte Jungfrau. You and Dutch talked about how we're gonna get out of this. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Gerne, gerne, gerne. Geil, Mann, Alter. Das war auf jeden Fall ein heftiger Start in das Game, Leute. Ich habe wirklich, ey, ich nehme schon gerade 50 Minuten fast auf, Leute. Ich weiß nicht, wie lange die Folge sein wird, aber... We've been running for weeks. Psst. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Ja. So, Mission abgeschlossen. Tritt auf.
Halt Optionstaste zurück, um die Details anzusehen. Ah, okay. Warte, wir gucken uns jetzt mal die Details an. So, Protokoll. Ah, das haben wir abgeschlossen. Tritt auf, verfolgt von Erinnerungen. Das war jetzt die Mission, die hieß so. John ist nicht von einer Erkundung zurückgekehrt. Arthur und Javier suchen im Schnee, treiben nach ihm. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Missionsinfo, Checkliste. Töte alle Wölfe, ohne Schaden zu nehmen. Haben wir nicht geschafft. Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab. Haben wir auch nicht geschafft. Schade, hätten wir 2 Medaillen bekommen. Das ist cool, dass man sich nochmal hier alles anschauen kann, zu welcher Mission man was gemacht hat. Okay, jetzt seht ihr zum Beispiel, wie auch bei GTA, auf der Karte, Leute. Seht ihr zum Beispiel auf der Karte hier unten rechts, dieses B und so weiter, diese Missionsziele, wo man die Missionen anfängt. Begib dich zu B, um mit Bill zu sprechen. Begib dich zu P, um mit Mr. Pearson zu sprechen. Und das können wir alles jetzt so machen, Leute. Aber ich würde sagen, spiele weiter, um deine Bonusinhalte freizuschalten. Setzen. Ich würde mal jetzt gerne wissen, wo man hier speichern kann, ne? Ist das vielleicht hier? Oder haben wir schon gespeichert? Das kann natürlich auch sein. Man speichert vielleicht, indem man sich hinlegt, oder? Oder ist das ein Pausenmenü? Das weiß ich jetzt gerade nicht so ganz, Leute. Das müssen wir noch herausfinden. Ne, wir müssen auf Spiel und dann auf Spiel speichern. Und damit würde ich sagen, war's das hier von dem ersten Red Dead Redemption 2 Let's Play. Wirklich, Leute, nehmt den Like-Button auseinander. Vielleicht schafft ihr die 10.000 Likes für dieses krasse Start hier. Für diesen krassen Start von Red Dead Redemption 2, Alter. Hat abnormal Bock gemacht. Ich bin auf die Story gespannt. Das wird auf jeden Fall uns heftige Sachen erwarten. Das war das Protokoll, wie gesagt. Das Protokoll, da kannst du nicht direkt mit voller Action losgehen, Leute. Deshalb, wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Es wird täglich kommen, Leute, täglich. Deshalb, es ist brandneu, aktuell, heute rausgekommen. Wer sich das Spiel auch gerne kaufen will, kann das mit dem Link in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich unter dem Kauf von Amazon. Und damit würde ich sagen, euer Rillepeter ist raus von dieser geilen ersten Folge Red Dead Redemption 2. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bin raus, haut rein und ciao.